Digga, seit wann habe ich denn. Junge, auf Discord. Hä, seit wann habe ich denn auf Discord so ein Vorschaubild von deinem Stream? Hast du? Das ist einfach. Ja. Junge, das ist einfach deine Fresse so voll verzerrt, weil das in so ein viereckiges. Alter, das schicke ich dir jetzt, wie das bei mir auf dem Handy aussieht. Auf dem Handy habe ich dann die Übersicht mit meinen Friends und was die da so machen und da siehst du, da sieht das einfach. Da sieht es einfach so aus bei mir. Lol. Junge, das ist ja der ultimative Troll. Ja, also das sieht. Aber warum? Imagine, Alter. Imagine, man sieht einfach nur so deine Facecam, so wie du da gerade so nach rechts gehst. Wenn das so einfach im Stream auch aussehen würde, ne? Also. Na gut. Das ist ja richtig wild. Wie lübtet denn hier in der Dynastie der Aldors? Ach ja, richtig, ich werde demnächst sterben. Denn ich bin schon 67 und werde als Kind weiterspielen, da war was. Mhm. Ja, als cool. Vierjähriger Scheißer. Ich habe hier immer noch einen Krieg laufen. Gegen den. Was ist das für ein Krieg? Achso, ich will den unterwerfen. Okay, gut. Das ist hier erobert, so wie es aussieht. Ah ja, ich versuche hier gerade seine Armee abzufangen. Okay. Und ich bin gerade auf der Jagd. Von einem Typen, der mich hasst. Naja. Hoffentlich ermordet er mich nicht. Ich meine, ich sterbe eh bald, macht eh wahrscheinlich keinen Unterschied, aber. Wollte gerade sagen, macht das einen großen Unterschied? Oh, die Jagd wurde abgebrochen, weil Krieg ist. Na gut. Ich habe meine Jagd immer durchgezogen. Ja, warum muss man das auch abbrechen? Hä? Wollen wir nichts mehr essen, weil Krieg ist oder was? Muss doch aus dem Jagen gehen. Ja, Verbündete brauche ich so. Nicht. Der Mann aus dann Metall. Dann lade ich hier mal mein letztes Spiel mit Ealdor. Achso, hier ist wieder so ein Dude in seiner Rüstung gefangen. Cool. Okay, der könnte sich meinem Hof anschließen. Ist der gut? Naja, geht so, ne? Ich könnte ihn auch einfach in seiner scheiß Rüstung drin lassen, dann kriege ich Prestige. Aber bringt mir nicht mehr viel, ich werde nämlich bald sterben. Also, eigentlich scheißegal, ne? Ja, komm, dann hole ich ihn lieber in den Hof. Und ich bin wieder zu Hause, wunderbar. Ein angehender Unruhestifter. Aha. Waldemar. Oh, das ist. Hä? Spielererbe? Ey, warte mal. Okay, hier kann es weitergehen. Wie war das nochmal? Ach so, weil er der Sohn von meinem Sohn ist. Ja, na klar. Mhm. Der ist kränklich? Wirklich? Dieses Dreckskind ist obendrein noch kränklich? Kann ich ihn ermorden, theoretisch? Nein, kann ich nicht. Okay. Boah. Rauflüstig und kränklich, ey. Das wird ein richtig beschissener Start. Wenn mein Charakter stirbt, das wird richtig scheiße. Okay. Die Frau von meinem Cousin hat Bock auf mich. Auf einen. Wie alt bin ich? 67? Holy, du hast. Der 67er Riss, Alter. Ich werde schön mit ihr durch die Federn tollen, ne? Sobald alle anderen schlafen. Nee, Digga. Nee. Kannst du dich da überhaupt noch richtig bewegen oder macht sie da eigentlich alles und du bleibst nur still liegen und guckst zu? So, wie ist das vom Ding her so? Wenn ihr das macht. Mein Herz bleibt rein. So.
Junge, ich habe schon richtige Falten um die Augen, Alter. Ich sehe richtig fertig aus. Ja, ein Spieler, der mich okay findet und einer, der mich hasst. Das ist ja auch immer super so. Okay, hier gibt's nochmal eine Schlacht. Ich krieg nochmal eine Tochter. Na klar. Lizzie, Junge. Du bist das. Diese Energie-Credit-Probleme. Ah, der Typ, der den Vortex getötet hat im Kampf. Ich werde blutige Flügel aus seinen Rippen machen. Ah, ja. Ja, das machen wir doch, glaube ich. Ja, machen wir. Weg mit dem Vogel. Der hat meinen Erben getötet. Das gibt Rache. So, warum... Was ist jetzt hier? Warum läuft der Krieg noch weiter? So, nochmal schön Prestige hier zum Ende hin. Vielleicht überlebe ich noch ein paar Jahre, dann ist mein Erbe wenigstens ein bisschen älter. Alter, wie kann man denn so hart im Bruch sein mit... Boah, Alter. Oh, er ist nicht mehr kränklich. Aber er ist auch immer noch 3 Jahre alt, also es ist eigentlich zum Kotzen. Komm, ich brauch das Energienetz. Forsch schneller, ihr Wichser. Ich will nicht als Kind weiterspielen müssen. Ich will wirklich nicht. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Sehr schön. Ich brauch keinen Tant, scheiß drauf. Meine Tochter Tamina hat ein Kind zur Welt gebracht. Cool. Vila. Noch ein Kind. Meine Schwiegertochter. Ein Sohn. Bob. Gut. Kann dieser Krieg jetzt bitte mal vorbei sein hier? Ich will jetzt gewinnen. Kämpfen und gewinnen will ich. So, warte mal. Karl-Heinz ist der Regent. Heißt das... Kann ich überhaupt Entscheidungen machen, wenn ich jetzt das Kind übernehme? Oder muss ich dann wirklich warten, bis der volljährig ist? Das wäre ja maximal belastend. Ja, bitte eine Kuh. Ach, da oben bist du. Ach Gott, okay. Ich habe viele Nachbarn. Und da bin ich gestorben. John der Zweite ist nach 68 Jahren nun fortgegangen, um an den Festen mal in einem Jenseits teilzunehmen. Er trank sich zu Tode. Warum denn schon wieder zu Tode trinken?
Junge, du bist der größte Sophie aller Zeiten, ey. Wer, du nennst mich noch einmal so. Du bist ja der andere. Der andere hat sich auch schon zu Tode gesoffen. Was soll denn das? Du bist ja wirklich das allerletzte, was Alkoholkonsum angeht. König Waldemar besteigt den Thron. Da er über keinerlei Fähigkeiten verfügt, das Reich zusammenzuhalten, könnte seine Herrschaft dem Untergang geweiht sein. Ja, geil. Jetzt spiele ich den Vierjährigen. Hammermäßig. Wirklich. Und das Reich ist übel zerfallen. Wat? Och nö, jetzt gibt's wieder das Königreich Lappland. Ach, fuck. Wofür habe ich das denn erobert, Mann, wenn's jetzt doch wieder wegfällt? Das ralle ich jetzt aber nicht. Warum habe ich die jetzt verloren? Das ist irgendwie komisch. Wer greift hier an? Meine Vasallen? Nee, Vasall von Königreich Lappland. Okay. Gut. Ja, da muss ich jetzt echt hin. Okay, ich hab... Jetzt muss ich alles erstmal wieder neu einrichten. Moment. Erstmal Kriegsführung. What? Was ist das? Ich dachte, ach so, du hast hier oben keinen Dude mehr? Ja, jetzt zack. Warte, der ist jetzt König von Lappland? Hä? Warum bist du König von Lappland? Hätte ich den Titel Königreich von Lappland vernichten müssen, damit das bei mir drin bleibt? Wahrscheinlich, ne? Oh, das ist so kacke. Das ist wirklich so kacke. Es steht auch nirgendwo, es wird dir nicht gesagt. Junge, wie kann man so hart keine Knete haben wie echt? Das gibt's nicht. Gut, mein Reichsgode, der hasst mich. Ich kann wirklich so gut wie gar nichts machen. Kann ich dich ersetzen? Mehr Einfluss, mehr Einigkeit. Warum habe ich so wenig Einigkeit? Ja, gut, meine Vasallen mögen mich alle nicht. Woran das wohl liegen könnte? Vielleicht daran, dass ich ein Kind bin? Gut, der Rat ist wieder bemannt. So, mit dem könnte ich ein Bündnis aushandeln. Wer bist du? Das ist ein Vasall von mir. Nee, dann lasse ich das. Mein Onkel. Der hat gar keinen Bock auf ein Bündnis. Schwiegertante auch gar keinen Bock auf ein Bündnis. Niemand hat Bock auf ein Bündnis. Alle hassen mich. Ich weiß nicht warum. Ich bin 4 Jahre alt. Ich habe nichts gemacht. Ey, auf. Boah, so ein Wirtschaftspakt, ey. 20 Vertrauen. Oh mein Gott, der würde mit mir aber alles machen hier. Holy shit. Der hat ja Bock auf mich, der Dude.
Ich kann nichts machen. Nichts darf ich machen. Nix. Gut, ich muss erstmal meinen Krieg hier gewinnen. König von Schweden will meinen Cousin verheiraten. Ein Cousin, der dumm ist. Warum nicht? Und es gibt einen Haufen Fraktionen gegen mich. Ach du Scheiße. Meine Vasallen wollen alle König werden. Ich wusste, dass es scheiße wird, als ein Vierjähriger zu spielen. 7 Vertrauen erst. Das ist nicht genug. Beziehung ist neutral. Ich muss 12 Jahre alt sein, um überhaupt irgendwas richtig machen zu können. Alter, ich brauche wirklich einen Wirtschaftspakt, Mann. Sonst bin ich hier bald im Arsch. Warum bin ich wirtschaftlich so schlecht dran gerade? Das macht gar keinen Sinn. Auch das Energienetz, ey. Nur weil ich das Energienetz nicht hab. Fünf Monate noch? Ein Spieltreffen. Das ist interessant. Das mache ich. Die wollen Rivalen sein. Okay, cool. Cool Story, Bro. Fuck you. Jetzt auch noch Essen im Minus. Also jetzt wird es aber wirklich langsam irgendwann mal ein bisschen zu wild hier. Wo denn? Ach so, mir erklärt hier irgend so ein Dulli den Krieg. Wer bist du? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank kann ich das noch. Energienetz. Ja, Mann, geil. Das ist so wichtig. Cool. Cool. Wirklich sehr cool. Junge, mit dem schließe ich hier jetzt wirklich alles. Das wird mein Mate, mein absoluter Mate hier.
mein Gott, warum sind die Konsum... What the fuck? Ich wie Niederlage, hä? What? Ach, die beiden haben jetzt Krieg. Chillig. Jetzt schon Krieg, Alter. Okay, ja, dann macht ihr mal, was ihr wollt. Da ist mir scheißegal. Brombeert ist ungläubig. Mhm. Egal, lass mal den armen Brombeert in Ruhe. Könnte mir nützlich sein, wenn ich den später mal loswerden muss. Oh, überall kommt jetzt erstmal ein Energienetz hier hin. Da kenne ich ja wirklich gar nichts jetzt. Kriege ich gleich wenigstens hoffentlich mal wieder ein bisschen Energiecredits plus rein, ey. Oh, jetzt erklärt hier unten Vasall mir noch den Krieg, ey. Das gibt's doch nicht. So, wer ist der Neue hier jetzt? Spiritueller Suchende. Junge, überall ist Krieg, überall ist Krieg. So, du bist jetzt unterworfen. Schön. Unterwerfung vor... Was? Ja, also will er jetzt... What? Er will mich unterwerfen, Alter. Der will, dass ich Vasall werde. Nee, Bro, danke. I'm good. Bin die natürlich nicht so episch, aber... Alter, als ob die mich jetzt platt machen wollen. Come on. Bitte, ich hab nur dich als Mate. Das Spiel wird ernst, aha. Wie bin ich immer noch im Minus? Das macht gar keinen Sinn, Bro. Na Mensch, ich habe einen Freund gefunden. Das ist doch schön. Das ist auch mal sonderbar für dich. Junge, wie das wieder aber auch verteilt ist mit den Reichen, ne? Einer ist unten links ganz alleine und alle anderen sind oben rechts. Warum kann ich nicht mal der sein, der ganz alleine ist? Okay, ich habe gerade meine Mutter verheiratet, auch gut.
Jo, der mag mich aber auch richtig, oder was? Alter, wie der mich fühlt, der fühlt mich ja richtig. Okay, erstmal wieder plus Energie-Credits, ist doch schon mal was. Okay, nochmal ein bisschen Prestige. Boah, ich muss Lappland wieder reinkriegen hier, das ist echt scheiße. Oh mein Gott, weil ich habe ich zu viele. Ach so. Hä? Das rechtzeitig. Boah, das war aber verdammt knapp. Fast wäre meine Hauptstadt gefallen. Meine Tante Tamina hat ein Kind zur Welt gebracht. Ja, ich lasse ihn bei John. Was bei dem Vorschlag? Was ist denn jetzt los, Leck? Standbild? Hilfe? Okay. Ja, Schilder. Okay, ich habe zwei Mates, mit denen ich richtig gut bin. Das ist. Und das sind die beiden stärksten bisher. Das ist ja schon mal mega nice. Die werden sich leider auf Dauer, glaube ich, nicht miteinander vertragen. Oh, ich kann U-Trade wieder begnadigen. Ja. Warte mal, ist U-Trade Comeback. Ist das der, ist das der U-Trade? Mein Onkel. Ja doch, das ist der Sohn. Ist der verbannt? Let's fucking go, Alter. U-Trade ist ein Perverser. Ja, das ist scheißegal, rein mit dem. Er ist ein Perverser, er ist enterbt, er ist einsiedlerisch und ein Konkubinenkind. Rein mit U-Trade. Der ist wieder zurück, der allerechte. Oh mein Gott. Wie ich diesen Tag ersehnt habe. Er ist aber immer noch enterbt, ne? Er hat keine Ansprüche. Ja, er ist. Das ist egal. Er ist einfach nur ein Höfling. Er wird jetzt ein Soldat von mir. Genau. Er gehört aber wieder zum Haus. Der wird nicht im Krieg geschickt. Doch. Den müssen wir mit allen Mitteln verteidigen. Nee. Aber er könnte mich mit allen Mitteln verteidigen. Dann beruht das auf Gegenseitigkeit. Ja, na, das macht er ja. Sonst würde er nicht U-Trade heißen. Das wäre ein ganz besonderer Art. Utrecht? Wer bist denn du? Keine Ahnung. Irgendein Mate von mir. An den scheußlichen König Waldemar. Warum bist du so? Bro. Ich kann halt nicht mal die Meinung von denen verbessern, weil ich nicht alt genug dafür bin. Das ist so scheiße.
Ja, Migrationsabkommen ist definitiv der Way to go hier. Sehe ich ja nämlich tatsächlich auch ganz genauso. Wollen wir auch noch ein Migrationsabkommen machen hier? Warte mal, geht das überhaupt? Achso, das möchtest du. Ach du Scheiße, das möchtest du ja überhaupt gar nicht. Aber noch nie hat jemand so sehr kein Migrationsabkommen abschließen wollen. So schlimm? Ja, minus 800, Alter. Ich glaube, der wird in deinem Leben nie wieder ein Migrationsabkommen mit mir machen wollen. Ich glaube, der will nie wieder was mit dir zu tun haben. Vielleicht doch, ich habe plus 700 bei dem, der mag mich richtig. Aber Migrationsabkommen, das ist dem gar nicht geheuer. Da hat er so überhaupt keinen Bock drauf. Ja gut, er hat aber auch seinen Nichtsangriffspakt, sein Nichtsangriffsversprechen mit mir gebrochen. Wir haben ein Auge behalten, den Jungen. Okay, noch reichen meine Haustruppen aus. Ich war schon überlegen, ob ich vielleicht bald Söldner holen muss. Aber noch reicht's. Ich habe gerade sehr viele Kriege. Meine Vasallen, die probieren gerade alle mich zu stürzen. Nur weil ich ein Kind bin. Nur deswegen trauen die sich das. Bei meinem Vater haben die sich das nicht getraut. Wenn die nur wissen, dass das alles der gleiche Spieler ist. Ja. Don't tell them. Aber egal, ich mach die jetzt hier einen nach dem anderen weg. Digga, habe ich nicht ein Migrationsabkommen mit dir? Warst du. Was hast denn du für eine Welt? Ich könnte jetzt die Sprache Ostslawisch. Ach, der verlernen. Hat auch eine kalte Welt genommen. Scheiße, Mann. Ich bekomme 110 Anspannung, weil ich rauflustig bin, nur weil ich eine neue Sprache lerne? Was? Oh, das ist ja ekelhaft. Oder dann bekomme ich direkt einen ersten geistigen Zusammenbruch. Aber die Sprache könnte ganz gut sein, eventuell. Diese Konsumgüter. Ey, da muss ich ins Plus kommen, sonst bin ich richtig gefickt. Kann nicht da so krass im Minus sein. Reizbar ist auch scheiße. Diplomatie minus 2, Kriegsführung minus 2. Boah. Ah, musst du durch jetzt. Musst du durch, mein Junge. Geht auch ab. Okay, vielleicht hole ich wirklich mal Söldner. Ich glaube, ich hole jetzt wirklich Söldner. Bro, wer hat dem jetzt den Krieg erklärt? Oh, jetzt bin ich da auch, jetzt hänge ich da auch mit drin. Oh, nee. Boah, 881 kosten die. Alter, ist das teuer. Das hält dann noch nur für 3 Jahre. Will ich das wirklich machen? Er wird das schon irgendwie verteidigt kriegen hier gegen den Apfen. Ich glaube, da warte ich noch. Er hat seine Flotten einfach Wellenkamm und Küste genannt. Junge Boss. So, warte mal, welcher Krieg ist denn jetzt hier überhaupt wer? Das läuft gerade am schlechtesten. Helf mir mal bitte hier.
Oh, die belagern schon wieder meine Hauptstadt. Hört auf! Alter, ich muss ein paar von denen hier jetzt wirklich rausschmeißen, leider. Das geht echt nicht anders. Mordor wird belagert! Bro! Als ob der von da unten jetzt kommt, Alter. Warte, du hilfst mir aber eigentlich, oder? Ja, oder? Hilft er mir? Wir haben noch ein... Ach, wir haben kein Defensivabkommen. Scheiße, nur nicht Angriffsversprechen. Das... Oh mein Gott, das hätte ich vorher machen müssen. Das ist ja kacke jetzt. Na, der wird aber fertig mit dem. Ah, ich hätte mit meinem anderen Charakter noch mehr Zeit gebraucht, ey. Das Reich ist schon wieder kleiner geworden. Ich hatte schon fast ganz Skandinavien. Boah, ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt keinen Krieg führen. Nein. Ich habe hier gerade eine Rebellion und der will, dass ich einen Krieg mit ihm führe. Merkst du dich? Bro. Warte mal, den da, wenn ich den wegmache, dann... ist dieser Krieg immerhin schon mal fast vorbei. Tamina, ey, die ist wirklich... Junge. Die ist am Kinderpumpen. Nee, nicht Lisei, Lisa soll sie heißen, bitte. Junge. Hä, hey, warum kann ich hier nichts bauen? What? So, warum ist der Krieg jetzt hier nicht gewonnen? Ach, der ist da. Der sitzt da unten irgendwo. Oh. Okay, alles oder nichts. Oh mein Gott, ich verliere. Oh, du kleiner Nuttensohn. Alter, ich hab doch sogar noch eine Sternbasis, die mithilft. Wie kann ich verlieren gegen den? Ah, das ist knapp. Oh, come on, come on. Hol's noch irgendwie. Ja, bitte. Ja, unabhängig. Ja, das ist...
Oh mein Gott, der fickt mich, dieser kleine... Oh Mann. Ach, und jetzt ist der oben unabhängig, oder was? Das ist doch scheiße. Oh, bitte sag mir, dass er jetzt nach oben geht. Ja, er geht nach oben. Okay, nice. Er geht nach oben zum Gegner. Perfekt. Also Mate, nicht Gegner. Ein mieses Fest. Aha. Wie kann ich hier nichts... Ach so, weil der Gegner das eingenommen hat. Ach so. Das ist ja kacke. Hat der mich jetzt gefangen genommen? Wirklich, wie? Ach, komm. Das läuft ja alles so kacke hier. Okay, jetzt ist GG. Als ob du so komplett raus bist. Ich bin kein König mehr, ich bin jetzt nur noch ein Lord. Das ist natürlich belastend für dich. Also das Reich Ealdor gibt's immer noch, aber ich bin kein Regent mehr. Und dann ist basically vorbei, oder was? Na, ich könnte mich vielleicht wieder nach oben arbeiten, aber jetzt bin ich halt nur ein dreckiger Vasall. Ein dreckiger, verfickter scheiß Vasall. Ich habe auch nur 2 Grafschaften, also ich bin jetzt richtig winzig. Von dem Gebiet, was ich kontrolliere. Wie konnte es dazu kommen? Ich wurde gefangen genommen. Das ist bad. Wie kann... Also hat man dich besiegt im Krieg oder was? Im Kampf? Ich wurde einfach nur... Keine Ahnung. Der muss irgendwie meine Hauptstadt angegriffen haben gerade und mich dann gefangen genommen haben. Du hast das mitgekriegt. Nee, ich habe da oben gerade gekämpft. Im Norden. Eigentlich hatte ich den gerade besiegt. Na gut, jetzt bin ich immerhin wieder frei. Ich habe aber irgendwie meine Truppen noch.
Hol ich mir meinen Shit hier erstmal wieder zurück. Junge, der Kerl, Alter. Hier sind, ich finde es ja auch geil, dass zwei Leute hier zwei verschiedene KIs, die genau gleiche Farbe haben und dann noch direkt nebeneinander liegen. Du kannst es gar nicht unterscheiden, fast, was jetzt von dem einen und was von dem anderen ist. Sieht aus wie ein großes Reich. Das ist kritisch. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ach, er ist schneller. Warum muss er schneller sein? Was war das jetzt? Jetzt kriege ich endlich mal wieder ein bisschen Asche rein hier. Ich muss erwachsen werden, dann kann ich wieder Anspruch auf mein Königreich erheben. Die hat sich noch irgendwie durchkämpft. Ja, ich hab noch ein paar Leute. Ich kann hier noch ein bisschen was machen. Noch ist es nicht vorbei. Neuer Lehnsherr? Ach, der Typ, der mich unterworfen hat, wurde jetzt selber von irgendwelchen Leuten wieder platt gemacht. Jetzt ist irgend so ein anderer Dude mein Lehnsherr. Der Typ ist jetzt hier König? Wer bist du? Warum hast du Anspruch? Der ist aus meinem Haus, aber wer ist er?
Ach, sein Großvater war Typhotix, okay. Sein Großvater war Typhotix. Ja, anscheinend. Aber ich bin irgendwie nicht mit dem verwandt. Wer ist er? Ach Mann, ist das kacke, als kleines Kind im Mittelalter zu spielen, ey, wirklich. Oh mein Gott, oh, du bist jetzt wieder fest. Ich kann das alles nicht mehr. Boah, die sind halt aus meinem Haus, ne? Das ist scheiße. Gut. Fruchtbar. Eigenschaften vererblich. Irgendwas Gutes dabei. Nein. Relevanz. Boah, die sind halt alle so alt. Ich bin immerhin schon mal 11. Hier ist eine, das ist aber... Keine Ahnung, irgendwie ist der aus meinem Haus. Also ich bin irgendwie mit der verwandt. Das ist nicht geil. Ach, der Krieg ist vorbei. Ach, so. Nice. Das ist ehrenhaft. Ich hab das nicht mal gecheckt. Meine Cousine. Ich kann doch nicht meine Cousine heiraten. Es geht doch nicht. Die ist noch mit am besten, glaube ich. Fruchtbar und eine Wohlgestalt. Und ich krieg ein Bündnis. Ah, ich bin mit der verwandt. Ah, ich bin eh mit der halben Welt verwandt. Ob man das jetzt gut oder schlecht ansieht, bleibt gut, dieses Bündnis ist aber auch scheiße, weil das der übelste Lappen ist. Die ist nur intelligent. Gut, das ist irgend so ein asiatischer Herrscher. Das bringt mir eigentlich auch gar nichts. Na, ich glaube, dann nehme ich die. Ah, die ist erst 6. Ich brauche eigentlich eine, mit der ich bald loslegen kann. Ich brauche Kinder. Die ist halt fruchtbar. Ist halt auch mit mir verwandt. Können die Kinder auch inzüchtig werden? Das ist doch scheiße alles. Na, ja, nehme ich doch die.
Ja, du bist doch zugewiesen. Oh, hier gibt's bald Bürgerkrieg wieder. Ach so, einen Plan. Ach so. Junge, das hätte ich auch mal schon längst machen sollen, ich Trottel. Spiel das Spiel immer noch nicht richtig. Ja gut, Paradox-Spiele richtig zu spielen ist auch immer so eine Sache, ne? Digga, ich hätte hier die ganze Zeit noch Anführer auf die Planeten zuweisen können. Hätte ich noch mehr Ressourcen gemacht. Hätte ich vielleicht nicht so mega krass Probleme hier gehabt die ganze Zeit. Junge, was fällt der ein? Ist die dumm? Ist die dumm? Ah, hinterlistig ist scheiße. Rachsüchtig, ja, Diplomatie minus. Aber der Rest ist eigentlich gut. Ja, komm. Und ich verliere das. Wow. Gut. Schön. Noch mehr Kriege. Der Hammer. Okay, Energiecredits laufen jetzt wieder richtig. Das ist doch schon mal schön. Boah, ich weiß immer nicht, ist das jetzt ein... Ist das jetzt eine Frau oder ist das ein... Ist das ein Mädchen, ist das ein Junge? Ich weiß es nicht. Steht da nicht. Ach, perfekt. Ein paar Dienstleistungen geben, dann passt schon. Okay, ich benenne die einfach nicht. Ich glaube, ich benenne ab jetzt nur noch Leute aus meiner eigenen Linie. Nur meine Kinder. Der Rest bleibt einfach so. Ein Hit, Bro, kriegst du auch deine Rivalität erklärt, wenn wir alles so machen. Bruder, what the fuck? Ich will kein fucking Vasall werden, okay? Checkt ihr das? Ich find's ja nice, dass ihr euch so krasse Sorgen macht, aber ich will for real kein Vasall werden. Das ist echt scheiße, wenn man Vasall ist. Lass einfach so weitermachen wie bisher, alles perfekt. Vor allem, was für, ich bin zu schwach, um alleine zu überleben, hä? Was laberst du? Geht's noch voll gut? Boah, reizbar ist auch alles so kacke. Ja, gut, von mir aus. Oh, ich krieg gerade nur schlechte Eigenschaften, ne? Das ist doof.
Warum wird jetzt meine Stadt belagert? Von wem? Jetzt? Bau hier Holotheater hin. Ach, jetzt mögt ihr mich plötzlich. Ja, aha. Das ist sehr interessant. Jetzt, wo ihr Vasall von jemand anderem geworden seid. Oh, ich habe nicht mehr genug Truppen. Das ist scheiße. Okay, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach geschehen. Ich mische mich jetzt nicht mehr ein. Wer bist du? Bro, what the fuck? Einfach irgendein Reich, was überwältigend krass ist und extra seine Beziehung mit mir verschlechtert. Ja, geil, Mann. Was habe ich dir getan? Oh, das ist actually gar nicht schlimm. Forschungsabkommen, yo. Rein in Olga. Ich habe minus 162 Prestige. Ach so. Ja, ich muss jetzt erwachsen werden, Alter. Das geht ja gar nicht. Natürlich auch Zivilindustrien drin, ist ja klar. Nein, bitte keine Brille. Gut, so kann das bleiben. Erstmal angepasst, den Jungen. Sind sie zumindest erstmal wieder ebenbürtig und nicht OP. Das ist so frustrierend zu sehen, wie man vorher dieses fette Reich aufgebaut hat und jetzt wieder ein Anfang ist. Das Leben eines jeden Königs. Nee. Als der König gestorben ist, hatte er sein Reich ja noch. Ja, aber Könige wissen halt... Ja gut, nicht, aber nicht jeder König hat sein Reich dann noch, also... Ich glaube, bestimmt auch schon viele, die ihr Reich fallen sehen haben. Ja. Fallen sehen mussten. Junge, die haben alle so mega viel Platz und ich quetsche mich hier in die Mitte zwischen zwei verschiedenen Reichen. Das ist so AIDS. Warum muss ich denn hier positioniert sein? Ach so, jetzt habe ich auch nur noch 3000 Truppen. Perfekt.
Existiert das Königreich der Aldor überhaupt noch? Warte mal. Ich sehe das gerade gar nicht mehr. Es gibt das Königreich der Aldor nicht mehr? Sind die jetzt alle wieder unabhängig? Hier, ich stehe wirklich wieder am Anfang, ne? Es gibt das Königreich nicht mehr. Sucks to be you, I guess. Hä, was ist denn passiert? Ah, nein, es gab eine Fraktion, die das Königreich vernichten wollte. Er sagt mir nicht, die hat gewonnen. Ach, komm, Alter, ist doch nicht in Ernst jetzt. Ja, kann ich ja gleich einen neuen Spielstand anfangen. Naja, gut. Junge, ist meine Forschung arscht. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann die so bad sein? Gut, ich kann Krieger erklären. Wem kann ich denn alles einen Krieg erklären? Wer ist er? Ach, die da oben. Aber gut, denk mal, das passt erstmal für den Stream. Och Gott, ich habe ja gar kein Prestige, stimmt. Boah. Und dann werde ich jetzt erstmal durchziehen. Mach das, mach das. Dann werde ich so gegen 19:30 irgendwie so in dem Dreh. Also kann plus minus eine Stunde oder sowas sein, aber ich... Ja. Kommen dann auf jeden Fall wieder. Also okay. 20 Uhr ist das absolut späteste. Denke aber noch vorher schon. Na gut. Bis nachher. Bis später. Okay, das ist eine ganz schön beschissene Situation, in der ich mich hier befinde. Ich muss jetzt erstmal ewig warten, bis ich wieder Prestige habe. Das ist ja einfach nur maximal belastend. Grafschaft erobern, das könnte ich machen. Das wäre halt da ganz oben. Der hat zu viele Truppen. Wir haben halt alle zu viele Truppen. Mit ihren Mates zusammen. Das kann ich vergessen. Ich kann höchstens der Krieg erklären. Wo ist jetzt mein Sammelpunkt? Den verlegen wir nach da oben. So, dann sollte das hier eigentlich schnell vorbei sein, hoffe ich. Wieder ganz am Anfang stehen, ne? Es ist so ekelhaft. Warte mal. Wer würde annehmen? Ach, das ist er wieder. Ach, warte mal, das ist meine Erbe, ne? Mit einem Dreijährigen?
Oh, hier kommen richtig viele gute Eigenschaften raus. Na komm. Was soll's. Okay, die laufen komplett in ihren Tod. Fängt sich hier schon wieder ein Krieg an. Ja, von mir aus. So, begnadigen. Okay, Anspannung ist auch überwunden. Es geht langsam wieder bergauf. Aber ich hatte das alles hier, war meins, Junge. Und jetzt alles wieder neu. Es ist so ekelhaft. Naja, wenigstens wächst es hier jetzt wieder so ein bisschen. Es ist jetzt alles verteilt hier. Boah, ist das ekelhaft. Naja, gut. So, mit wem haben wir jetzt hier noch Krieg? Mit dem da, okay. Schicke ich mal meine Leute rüber. Ah, wir haben immerhin noch einen Haufen Gold. Fast gar kein Prestige mehr, was echt scheiße ist. Na gut. Was willst du machen, ne? Ich hoffe, durch diesen Krieg hier kriege ich jetzt wieder ein bisschen Prestige. Wie, ich wurde... Nee, ich hab gewonnen, ne? Ja, ich hab gewonnen. Aber wir sind doch Angreifer, warum... Moment. Ach so, das hier oben ist deren Gebiet. Okay. Dann gehen wir da doch hin. Sagen wir mal Hallo. Ich brauche wieder Prestige, wirklich. Kann ich nicht noch irgendwas machen? Warte mal, bin ich erwachsen? Bin ich erwachsen? Oh, ja. Ja, ich zähle als erwachsen, oder? 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 Zähl ich? Nee, ich habe immer noch einen Regenten. Warum habe ich immer noch einen Regenten? Ich kann jetzt wieder Sachen machen. Zähle ich jetzt schon als Erwachsen? Ich bin 15, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber anscheinend, ja. Ich habe zwei Geschwister. Okay, mein Haus ist relativ klein anscheinend. Hier ist auch meine Erbin. Das war die, die ich verheiratet habe. Okay. Ich krieg langsam den Durchblick.
Gut, und wer bist du? Du bist auch meine Schwester. Du bist stark. Hier könnten wir eigentlich mal einen Ehemann suchen. Könnten wir eigentlich den nehmen? Matrilinia will er nicht. Ansonsten vielleicht einfach wieder nach vererbbaren Eigenschaften. Hier ist 13. Vielleicht jemand, der nicht aus meinem Haus ist. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Häuser? Hallo? Kerngesund. Stadt. Ich sind aber alle schon so alt. Den könnten wir nehmen. Oder ihn hier. Wohlgestalt und intelligent. Ich glaube, der ist gut. Den nehmen wir. Gut, haben wir das. Aber ich kann mir auch keine Konkubinen nehmen, ne? Nee, ich bin noch nicht erwachsen. Ich bin noch nicht vollkommen ausgewachsen. Okay, was sagen meine Hofämter? Guck mal, eine Jagd könnte ich auf jeden Fall... Nee, ich bin immer noch ein Kind. Hey, ich könnte aber trotzdem eine Jagd machen anscheinend. Komm, wir machen eine Jagd. Es geht nicht. Okay, dann nicht. Dann muss ich wirklich noch warten. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Komplett bei Hofe? Warte mal, du bist aber schon auf... Komplotte stören, bitte. Verlobte können heiraten? Geht nicht, weil die eingekerkert ist. Okay. Warum wird mir das dann angezeigt? Na gut, ist egal. Fehlgeleiteter Krieger? Okay, aber ich bin jetzt erwachsen. Sehr schön. Bin nicht mehr rauflustig. Okay. Gut, wir gehen wieder auf Kriegsführung. Das war eigentlich ganz gut. Ritterlichkeit. Und jetzt können wir auch Konkubinen nehmen. Ich könnte meine Cousine nehmen. Warum nicht? Die könnte ich theoretisch auch nehmen. Die hat aber keine guten Eigenschaften. Ich glaube, ich lasse es. Habe ich jetzt eigentlich eine Frau oder so? Bin ich... Bin ich verlobt? Anscheinend nicht.
Aber warum ist die immer noch mein Regent? Ah, mit der bin ich verlobt, okay. Warum ist die immer noch mein Regent? Regenten entlassen. Okay. Gut, okay. Gut, ich bin wieder Herrscher, schön. Ich bin erwachsen, mir stehen also alle Wege offen. Ich bin bloß wieder ein kleiner Kacklord. Das müssen wir ändern. Ich könnte damit anfangen, die Beziehung zu meinen Nachbarn zu verbessern. Was ist vor allem mit meinen ganzen Verwandten passiert? Sind die jetzt alle down oder was? König von Schweden, mit dem können wir mal beeinflussen. Achso, weil er ein Kind ist, na klar. Gut. Ich führe erstmal meinen Krieg hier weiter. Fünf Monate, dann ist das Ding durch. Ihr könnt heiraten, sehr schön. Ratsmitglied ist verstorben. Gut, dann brauche ich hier meinen Onkel, Ratsverwalter. Ach, du bist mein Ratsmarschall, das ist auch scheiße. Ja gut, nehmen wir dich. Wer bist du? Der will seinen Mundschenk mit meinem Cousin verheiraten? Der hat 6000 Truppen. Warum nicht? Betrifft mich sowieso nicht direkt. Hoffentlich zieht er mich nicht wieder in irgendwelche Kriege rein. Was haben meine Mates ja so an sich in diesem Spielstand? Lektion der Vergangenheit? Führung plus 1. Ja, machen wir. Okay, Krieg gewonnen. Schweden wird immer größer. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Oh, jetzt muss ich die alle wieder neu stationieren, oder was? Ach du Scheiße. Gut, erstmal auflösen die Jungs. Ich habe ja nicht mehr so viele Besitztümer, ne? Gut, den König von Dänemark könnte ich Krieg erklären. Bringt mir aber jetzt nicht so viel tatsächlich. Ich kann auch keinen Unterwerfungskrieg führen, ne? Doof. Den könnte ich unterwerfen.
Ja, Häuptlings zu mir Aldor erobern, das wäre schon nicht schlecht. Der hat halt auch 5000 Leute, ne? Der hat zu viele Männer. Oh Gott, ey, mir sind gerade so ein bisschen die Hände gebunden. Dänemark, ja, da kann ich halt auch nicht so viel machen. Was noch in der Nähe meines Reichs? Eigentlich nur das hier. Ist aber besser als nichts. Kostet auch nicht so viel. Zusammen. Befehlshaber passt. Greifen wir erst die Hauptstadt an. Na komm, wir holen erst die Hauptstadt. Dann das umkämpfte Gebiet. So, Hausmitglied rufe ich auch noch rein. Okay, schon wieder ist mir ein Ratsmitglied weggestorben, ey. Boah, nervig. Och, was will er denn jetzt? Sache, die ziehen mich immer nur in irgendwelche Kriege rein. Es ist wirklich zum Kotzen. Meine Konkubine ist schwanger. Schön. Endlich ein Kind. Eine Affäre? Einfach mal nachfragen. Gut. Gut, ich könnte immer noch meine Cousine nehmen. Ist aber irgendwie auch nicht so geil. Gut, andererseits, das ist auch meine Cousine, ne? Ah, komm, warum nicht? Machen wir Inzest. Komm. Was soll's? Thank you.
Neuer Erbe! Mein Sohn! Du bist Typhotix mal wieder. Hoffentlich überlebt er diesmal. Und kommt noch dazu, sein Erbe anzutreten. Nicht so wie der letzte Typhotix. Okay, ich könnte dem König von Schweden eine Geisel anbieten. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Stimmt, Artefakte. Habe ich sogar ausgerüstet. Reparieren, oh, das ist ganz schön teuer. Prestige ist auf jeden Fall wichtig. Alles, was mir Prestige bringt, brauche ich eigentlich. Ich nehme auf jeden Fall mal. Ich meine, hält auch alles noch ein paar Jahre. Du allerdings nicht. Dich müssen wir auch reparieren. Das kostet mich jetzt ordentlich Gold, ist aber okay. Warte mal. Warte, was steht da? Ah, verlangsamt den Verfall. Okay, das ist gut. Die sind halt bloß nicht so gut. Naja, egal. Passt schon. Hauptsache irgendeinen. Die will hier Sachen machen, ja? Würde ich doch sagen. Probieren wir gleich mal die zu ermorden. Okay, das wird nichts. Kann ich wohl nicht viel machen. Na gut. Ist irgendjemand da, den ich verführen kann? Ah, bringt mir jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. Dynastie weithin bekannt, schön. Die ist 13. Mit 15 kann ich sie, glaube ich, heiraten. So. Bisschen stattlicher aussehen hier. Nicht so wild. Frage der Loyalität. Ist das schon wieder die? Ja, machen wir das hier. 92% die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ist schon nicht schlecht. Ah ja. Helgi. Von IR hier jetzt, oder was? Warte mal. Ist zwar Freya. Wer ist seine Mutter? Ja, das ist die. Das ist also gar nicht mein Sohn. Toll. Ach nee, das ungeborene Kind. Will ich das jetzt in mein Haus eigentlich... Ja, komm.
Ein neuer Widersacher. Okay, die von Dänemark. Wie viele Truppen hat die? Geht eigentlich, ne? Egal. Ziel bleibt dasselbe. Aber warum ist der Kriegsfortschritt jetzt zurückgegangen? Hallo. Okay, das wären jetzt doch langsam ganz schön viele. Komm mal rein hier und hilf mir. Du kannst mir hier bei dem anderen... Nee, das geht nicht. Hilf mir bei meinem Krieg, bitte. Mal das Kriegsziel. Ist nur das Ding hier oben, ne? Ja gut, das halte ich hier jetzt schon. Dann passt das ja. Mein Cousin wurde gefangen genommen, okay. Halb so wild. Okay, 4 Monate, dann ist die Hauptstadt auch gefallen. Läuft doch langsam wieder. Kind meiner Dynastie. Radspitze. Weidner. Ja, komm, ab ins Gefängnis mit dir. Neuer Vorzug bei Kriegsführung. Was haben wir denn da? Kriegsgrundkosten, das ist gut. Und danach gehen wir wieder auf Ritter-Effektivität. Lohnt sich, glaube ich, noch mit am meisten. Na, kommen meine Mates mit? Schön da hoch, ein bisschen Ackermatch. Der Bock. Ja, die kommen mit, sehr gut. Ich habe schon wieder so wenig Prestige, ne? Es ist wirklich ekelhaft. Okay, Krieg ist durch. Immerhin etwas. Es geht wieder langsam voran. Wir haben wieder 3 Grafschaften. Ja, nee, warte mal. Ihr seid doch schon... Dann stationiere ich die Pikeniere. Oder das leichte Fußvolk. Komm, ich mach's mit denen. Lösegeld. Nehme ich immer gern.
Okay, kann ich direkt nochmal Krieg erklären? Ich könnte ihn jetzt unterwerfen. Herzogtum erobern klingt allerdings besser. Ah, ich brauche mehr Ruhm. Wirklich? Nee, ist doch kacke. Na gut, dann noch nicht. Erstmal Truppen sammeln wieder. Es gibt gerade leider nicht so viel, was ich machen kann, ne? Stimmt, Kind unterrichten, das könnte ich noch machen. Habe ich noch eine Konkubine? Ich könnte die nehmen, aber nee, lass mal. Lass mal bleiben. Gut, ich brauche wieder mehr Kontrolle. Einmal hier unten, bitte. Aufgebote stehen gleich wieder. Wer seid ihr? Warum nimmt er nicht an? Okay, jetzt will der nicht mehr. Auch interessant. Minus 299, es ist so doof. Gut, wie kriege ich meine Hingabestufe da höher? Wie mache ich das? Komplott bei Hofe. Junge, hier sind so viele Komplotter die ganze Zeit im Gange. Noch mehr Geld. Schön. Okay, hier haben wir den Krieg verloren. Von mir aus. Ja, der hat ein bisschen zu viel an Truppen. Boah, ich muss dafür... Grafschaft. Ich könnte halt auch die beiden Grafschaften erobern. Das kostet nicht so viel. So, Armee zusammenführen. Jetzt aber, das passt. Machen wir den schnell weg. Was will der? Der will mein Artefakt haben. Nee. Meins. Ich brauch das. Prestige geht halt so hart runter. Kind meiner Dynastie. Gut, kann so bleiben. Ist nicht mein direktes Kind. So, diesmal muss ich die Furtix verbieten, Soldat zu sein, sonst stirbt er mir wieder weg. Ja, die Fotos ist rauflustig. Das geht ja gut los. Okay, 8 Monate, dann ist das Ding auch durch. Da eigentlich mal aufteilen. Punkt zu Pferde.
Kriegsführungslebenswandel ist aber noch besser. Aggressiver Angreifer? Hm. Auch nicht schlecht. Ja, komm. So, ihr fangt die ab. Wie kann der denn dann zwei Armeen gleichzeitig kämpfen, hä? Das geht doch gar nicht. Der Weg der Waffe. Kampfgeschick plus 2. Was haben wir hier? 70% für 75 Prestige. 100 Kriegsführungslebenswandel. Oder ich werde verwundet. Ich wurde verwundet. Na wunderbar. Und ich habe schwer heilbare Wunde, weil mein Hofarzt scheiße ist. Ed Lüb wieder einwandfrei. Heirat arrangieren. Warum verliere ich da Prestige? Weil der ein kleinerer ist, oder was? Ach, ist egal. Hauptsache, ich kriege Kinder. So, jetzt kann ich mit der hier ja bestimmt auch genau. Liebesdinge. 55%, okay, das ist nicht sonderlich viel. Verführung? 80%, klingt besser. Krieg ist auch durch. Es wird langsam wieder größer als Reich. Über Domänenschwelle. Das mit der Erbteilung habe ich immer noch nicht verstanden, wie ich das umstellen kann. So, die Pikeniere. Bauen wir da rein. Lösegeld, da warten wir noch. Richtig, das geht ja nicht. Grafschaft. Eine von den beiden. Hm. Jo, der hier hat sogar 10.000. Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, ja, alles klar. Ich bin hier sowas von zurückgeworfen worden, ne? Das alles war mal meins. Ich war kurz davor, in England einzufalten. Ich hatte so viele Pläne. Und dann musste ich wegsterben und als Kind enden. Na toll. Jetzt existiert der Titel, den ich hatte, nicht mal mehr. Das Königreich Jealdor existiert einfach nicht mehr. Oder einfach vernichtet der Titel. Ah, es ist schon belastend. Gebe ich einen Brombeert.
Ja, ich glaube, dann führe ich jetzt einen Unterwerfungskrieg gegen den gleich, wenn meine Truppen widerstehen. Ich glaube, das ist es. Dann später wieder mit dem Vasallenzwang. Ich muss wirklich alles jetzt nochmal neu machen, ne? Es sind wieder 1:1 die gleichen Schritte wie vorher. Okay, Champions Einland geht nicht. Ich habe auch so wenig Prestige, ey. Es ist so ekelhaft. Artefakt in Auftrag geben? Okay, nee. Ah, Moment, jetzt bin ich erwachsen. Ich kann jetzt eine Jagd machen. Ach, warte mal, habe ich... Ja, ich habe einen Erzjägermeister, okay. Wilderer, schon wieder? Kennt man eine Dynastie? Meine Gefangene? Okay. Na gut. Hier. Wölfe? Ah, ich brauche schon Prestige. Es nützt mir allerdings nichts, wenn ich sterbe, ne? Na komm, wir probieren es mal. Wird schon schief gehen. Und ich habe Prestige verloren. Perfekt. Und Jagd ist fehlgeschlagen. Hat mir ja richtig viel gebracht jetzt. Alter. Naja, wenigstens ein bisschen Prestige. Ich kann nochmal eine Jagd machen? Hä? Warum? Nee, kann nicht veranstaltet werden. Warum kriege ich dann hier die Auktion? Das ist komisch. Ein Festmahl könnte ich noch machen. Ja, damit warte ich, glaube ich, noch. Ich habe immer noch wenig Champions, aber ist dann jetzt halt so. So, jetzt würde ich den ganz gerne unterwerfen. Ach Gott, das kostet mich 200 Prestige. Ich habe nicht so viel Prestige. Ist das ätzend. Gut, dann wohl doch ein Festmahl. Dynastievermächtnis. Höfling und Gastmeinung ist, glaube ich, ganz gut. Meine Gemahlin erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein. Warum
diskret nachgehen. Okay, unbegründeter Verdacht. Sie ist nicht fremdgegangen. Oh, jetzt habe ich wenigstens bald mal wieder positives Prestige. Meine Schwester hat ein Kind. Schön. Eine Geburt. Okay. Toll. Das war's mit meinem Kind. Bleibt erstmal nur bei die Vodix. Die könnte ich zur Konkubine nehmen, ja. Ja, das muss glaube ich nicht sein. So, was ist hier los? Willkommen, meine Freunde. Festmahl geht los. Okay, Streit. Ich kann jetzt für einen von beiden Partei ergreifen. Schwager und Champion. Das ist mein Reichsgode. Ich brauche eigentlich die Meinung vom Goden. Gut, machen wir so. Armeebewegungstempo ist eigentlich auch ganz gut, ne? Ja, ich brauche auch die Ritter. Gehen wir lieber auf die Ritter. Okay, nochmal ein bisschen Prestige beim Festmahl. Eifrige Frohnatur. Mhm. Nehmen wir. Festmahl abschließen. Okay, wir haben wieder gut Prestige. Kriegen wir noch Geld? Na, 15 ist jetzt nicht so doll. Ich lasse die mal noch weiter sparen. Westfold. Da bin ich der Erste. Okay. Das ist interessant. Könnte ich ihn ermorden? Nee. Ich weiß, ich will immer gleich alle ermorden, aber Mord ist halt auch einfach die beste Lösung manchmal. Manchmal ist Mord einfach die beste Lösung. Gut, kann ich jetzt Krieg erklären? Ja, jetzt kann ich ihn unterwerfen. Okay, let's go. Der Ball? Ach so, ich verführe ja immer noch meine Frau. Was hat sie denn so für Eigenschaften? Eigenwillig, sprunghaft, ungeduldig. Wir tanzen. Und mein Hofarzt ist weg. Toll. Einen Arzt suchen. Das lief nicht gut. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Okay, gut. Ne, hier oben ist eigentlich scheiße. Warte mal, wir verschieben das nach hier unten. Und dann heben wir hier die ganzen Truppen aus. Und da das ein sehr wichtiger Krieg ist, rufe ich auch Hausmitglieder rein.
Hier, ihn. Er sollte eigentlich reichen. Hofarzt. Der ist immerhin 46, ist aber kein Arzt. Nehmen wir sie. Die ist zwar schon alt, aber was soll's. Judy, okay. Dann werde ich an der Stelle wohl erstmal Pause machen. Muss jetzt mal kurz los. Okay. Das läuft bis jetzt echt nicht so gut. Es kann beim nächsten Mal also nur noch besser werden.